womöglich die beliebteste Figur aus ganz Hunter x Hunter und sogar auf Platz 11 der populärsten Charaktere in der ganzen Shonen Jump. Killua hat einfach alles, was man als guter Charakter braucht. Cooles Design, unglaublich viele Fähigkeiten, eine überragende Charakterentwicklung und das Wichtigste, er ist der beste Freund, den man sich überhaupt wünschen kann. Auf diese Punkte möchte ich heute genauer eingehen, darum viel Spaß mit der heutigen Dokumentation. Killua ist ein Soldig, nicht nur irgendein Soldig, er ist der talentierteste und soll auf Wunsch der Familie, zu der wir auch gleich kommen werden, das Kommando übernehmen, wenn Großvater und Vater nicht mehr in der Lage dazu sind. Die Familie Soldig bildete den jungen Killua schon seit Geburt an zu einem kaltblütigen Assassin aus. Daher stammen auch seine ganzen Immunitäten gegen Gift, Elektrizität oder natürlich sein Badass-Motherfucker-Modus, wo er einfach mit jedem Gegner kurzen Prozess macht. Killua hat 4 Geschwister. Illumi, den Ältesten, der ihn versucht zu kontrollieren, damit er sicherstellen kann, dass er in Sicherheit ist und den Weg des Assassinen verfolgt. Kaluto, eine Schwester, die warum auch immer ein Junge ist. Er kümmert sich ebenfalls sehr um Killua und hat sich das Ziel gesetzt, Killua zurückzuholen. Außerdem ist er sehr eifersüchtig auf seine Schwester Aluka, da Killua sehr viel Zeit mit ihr verbringt, aber ganz ehrlich, ich wäre auch richtig eifersüchtig an ihrer Stelle. Der Rest der Familie, also Eltern und Großvater, sind alle sehr stolz auf ihren Killua. Besonders sein Vater Silva ist von seinem Sohn sehr überzeugt, obwohl der Kontakt zwischen ihnen sehr gering ist. Silva war auch derjenige, der Killua erlaubt hat, mit Gon auf Reisen zu gehen, weil er glaubt, dass es der entscheidende Schritt zum Erbe der Familie ist. Abschließend kann ich sagen, dass Killua ein sehr wichtiges Mitglied ist, wenn nicht das Wichtigste, da wir sehen konnten, dass jeder Soldig eine Beziehung zu Killua hat und Killua dadurch, wie in dieser Mindmap zu sehen, der Mittelpunkt der ganzen Familie ist. Killuas Modebewusstsein wird spätestens ab den Heavens Arena Arc sehr deutlich. Charaktere aus One Piece, insbesondere die Strohhüte zum Beispiel, wechseln von Arc zu Arc ihre Klamotten. Das ist ja nichts Neues. Welcher Punkt aber Killua einzigartiger macht, ist, dass er erstens von der Masse heraussticht, denn seid mal ehrlich, welcher Charakter außer Killua und Hisoka wechseln ihre Klamotten in Hunter x Hunter? Gon? Ich glaube nicht. Kurapika? Nope. Leorio? Naja, er zieht wenigstens seinen Anzug aus. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, Togashi hat das nicht ohne Absicht gemacht. Denn er selber meinte ja, dass er Gon in allen Eigenschaften simpler geschrieben und gezeichnet hat, damit die anderen Charaktere rausstechen. Das hat er auf jeden Fall im Beispiel Killua richtig gut hinbekommen. Ein kleiner Unterschied, den ich noch mit reinbringen möchte, ist, dass wenn man einen Ruffy, der auch sein Outfit-Image jedes Mal anpasst, mit Killua vergleicht, erstmals keinen Unterschied sieht, außer dass Killua den besseren Style hat. Jedoch wenn man die Anzahl der Wechsel vergleicht, merkt man, dass Killua in einem Arc, der nicht länger als 18 Folgen geht, 6 verschiedene Klamotten anhatte, die alle überdurchschnittlich gut gestylt wurden. Come on, Leute, guckt euch dieses Outfit an. Dagegen kann Ruffys Hawaii-Hemd überhaupt nichts ausrichten. Nicht nur am Design merkt man, dass sich Togashi besonders viel Mühe bei Killua gegeben hat, sondern auch an seinen Fähigkeiten, die bei ihm besonders stark ausgedehnt sind. Zum einen hat er seine Nennkrallen, mit denen er etwas schwächere Gegner kalt macht, wie zum Beispiel in den Hunter-Exams, wo er mehrmals seine Gegner entweder Angst oder sogar umgebracht hat. Eine weitere Fähigkeit, die Killua leider nach dem ersten Arc nicht mehr eingesetzt hat, ist die typische Assassinenfähigkeit, indem er den Gegner den Anschein gibt, sich zu verdoppeln. Dass er die Fähigkeit im Laufe der Story aufgegeben hat, ist einerseits sehr traurig, weil die halt einfach mega cool war und mich immer wieder an Narutos Schattendoppelgänger erinnert hat, aber einerseits auch sehr logisch, da sich Killua im Laufe der Story immer mehr von den Assassinen-Seien abgewendet hat. Eine weitere Möglichkeit zu kämpfen für Killua ist das Benutzen der Jojos. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wie cool das einfach ist, dass ein einzelner Charakter mit Jojos die ganzen Gegner auseinandernehmen kann. Schade, dass wir die Jojos erst so spät in der Story bekommen haben. Hätte gerne noch mehr Killuas Jojo-Action gesehen. Jeder Charakter hat seine eigene individuelle Fähigkeit. Sei es Ruffy mit seiner Gummifrucht oder ein Izuku mit seinem One for All. Auch Killua hatte anfangs seine Spezialitäten. Jedoch gab es keine so richtige Hauptfähigkeit, wie zum Beispiel bei den genannten Protagonisten. Das änderte sich aber ab dem Greed Island Arc,
wo er seine Immunität ausnutzte, um seine eigene individuelle Fähigkeit zu entwickeln. Wie ihr merkt, ist Killua eine lebende Wundertüte voller Fähigkeiten, die nur darauf warten, dich tödlich zu verletzen. Jeder Anime hat seine Stärken. In One Piece ist es die Story, sei es alles um das Die und dem verlorenen Königreich. In Naruto wirst du emotional auseinandergerissen, zum Beispiel wenn sich Naruto von Minato verabschiedet. Die große Stärke in Hunter x Hunter ist wie in Dragon Ball die Charakterentwicklung. Seid mir nicht böse, Dragon Ball hat Antagonisten wie Vegeta, Piccolo unglaublich gut entwickelt in Thematiken wie ich töte keine Menschen mehr, sondern beschütze sie. Jedoch muss ich sagen, dass ich die Charakterentwicklung bei Meruem und Killua so atemberaubend finde, dass ich Hunter x Hunter den Punkt geben muss. In beiden Fällen ist es sehr spannend mit anzusehen, jedoch möchte ich zu Meruem ein eigenes Video machen und Killua ist sowieso das Thema des heutigen Videos. Wer sich noch an den ersten Arc aus Hunter x Hunter erinnert, weiß, dass Killua anfangs nichts weiter als ein Assassinenkind war, welches nicht scheute zu töten, und das getan hat, worauf er Lust hatte. Wenn man sich das mehrmals durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man einfach, dass Gon einen Serienkiller als besten Freund hatte. Naja, Gon ist jetzt auch nicht gerade der psychisch normalste, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Durch die Hunter Exams gewann Killua endlich seinen ersten richtigen Freund. Na klar waren Kurapika und Leorio auch seine Freunde, aber es war eher Gon, auf den Killua sich besonders einließ. Es war alleine das Verlangen, mit Gon weiter auf Abenteuer zu gehen, was ihn dazu führte, das Haus zu verlassen. Diese Entscheidung war sehr wichtig für Killua, um ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen. Kein Leben als Assassin, sondern als Freund von Gon. Schon in dem nächsten Arc sieht man eine Wandlung. Wisst ihr noch, als diese eine Pappnase das Versprechen nicht gehalten hat? Killua wiederholte selber, dass er eigentlich schon ein toter Mann wäre. Jedoch hat der Gon versprochen, keine Menschen mehr zu töten. Dass Killua in den Hunter-Exams mehr als nur ein paar Leute ohne verständlichen Grund tötete und dann direkt im nächsten Arc jemanden am Leben lässt, bei dem es sogar etwas verständlicher wäre, so etwas zu tun, zeigt einfach Entwicklung. Auch wenn im York New Arc ein Gon und ein Killua nicht ganz im Vordergrund standen, wurde die Freundschaft zwischen ihnen, als auch zwischen den vier Hauptprotagonisten, wieder einmal wunderbar dargestellt. Traurig aber, dass dieses Team nach dem York New Arc nie wieder vollzählig war. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der York New Arc im Manga ungefähr 20 Jahre her war. 20 Jahre her war es, als wir unsere Freunde wieder einmal zusammen gesehen haben, Leute. Der Greed Island Arc war ein sehr wichtiger Arc für Gon und Killuas Beziehung. Durch eine eingeführte Figur namens Bisky haben wir eine neue Trainerin gefunden, die unsere Jungs für das erste trainierte. Elemente wie das Graben oder der Kampf gegen den einen Gegner haben die Beziehung zwischen Gon und Killua noch einmal aufs Neue gestärkt. Nicht zu vergessen das Volleyballspiel, in dem Gon wieder einmal erwiderte, dass Killua sehr wichtig für ihn ist und der einzige ist, der ihm den Ball halten kann. Welcher Moment aber der bedeutsamste im ganzen Arc war, ist dieser hier. Wie wir gerade gesehen haben, sind die beiden nicht im Klaren über ihre Intention, mit dem anderen mitzugehen. Gon schätzt es wert und ist sehr glücklich darüber, dass Killua ihn auf der Suche nach seinem Vater begleitet. Jedoch denkt er manchmal, dass Killua es nur für ihn tut und eigentlich gar keine Lust an der ganzen Reise hat. Doch Killua ist eigentlich derjenige, der glücklich sein sollte, wie er es auch selber sagt, da er vor dem Treffen mit Gon noch nie so viel Spaß hatte und alles dafür gibt, an der Seite von Gon zu bleiben. Umso mehr tut es weh, wenn ich darüber nachdenke, was dann später passiert. In so vielen inneren Monologen von Killua kriegt man seine Liebe zu Gon mit. Und man kann es förmlich spüren, dass Killua, wenn es hart auf hart kommt, sogar sein Leben für Gon geben würde. Ich persönlich würde es gut finden, wenn Killua im späteren Verlauf des Manga stirbt, indem er sich zum Beispiel für Gon opfert und Gon einmal wirklich realisiert, was Killua alles für ihn getan hat. Na klar ist Killua mein Lieblingscharakter und ich möchte eigentlich nicht, dass er stirbt, aber es wäre mal was Neues und es würde einen Gon eine extrem interessante Zukunft geben,
Außer er tickt wieder aus, was ich eigentlich für wahrscheinlicher halte. So wie Rian Johnson von Star Wars auf alles geschissen hat, was J.J. Abrams aufgebaut hat, hat der Chimera Ant-Ark die Beziehung zwischen Gon und Killua, die im Greed Island Ark so gestärkt wurde, einfach zunichte gemacht. Natürlich auf eine storytechnisch gute Art und Weise. Gon, der außer sich vor Wut ist, drückt seinem besten Freund Killua einen Satz, der ihm für immer im Kopf bleiben wird. Killua, der mehrmals sein Leben opferte für Gon, bekommt den Satz, du hast es leicht, Killua, dich betrifft das alles nicht, gedrückt. Der dir seit Anfang der Reise treu geblieben ist, der Person, die für dich sterben würde. Viele Personen vermuten, dass Gon es eigentlich nicht schlecht meint, da er schon seit Anfang der Reise meinte, dass Killua nicht mit muss. So kann es ja auch sein, aber wie wir gesehen haben, hat es Killua mehr als nur das Herz gebrochen. Aber nochmal zurück zu Killuas Entwicklung im Chimera Ant Ark. Die Person Ikalgo mag zwar auf den ersten Moment unnötig sein, wenn man es aber näher betrachtet, dann ist mir etwas eingefallen. Das Licht, was Killua in Gon sieht, hat unser Ikalgo im Laufe des Arcs bei Killua gesehen. Für mich persönlich ein super Kontrast, was nochmal verdeutlicht, wie Killuas Interaktion mit Menschen sich verändert hat. Anfangs jemand, der keine richtigen Freunde hatte und eher Alleingänger war, zu einer Person, die gerne Freundschaften schließt und anderen Menschen neue Hoffnungen gibt. Wie ihr gerade merkt, gibt es einen großen Unterschied zwischen Killua bevor und Killua nach dem Abenteuer mit Gon. Wir können nur hoffen, dass der Manga in Kürze weitergeht und hoffentlich auch ein bisschen Killua-Action, denn das hat mir auf jeden Fall gefehlt. Und jetzt seid ihr noch gefragt, wie findet ihr Killuas Charakterentwicklung? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Für dieses Video habe ich mir so viel Mühe gegeben, Leute. Ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Wenn ja, dann würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. 60 Likes könnten wir eigentlich knacken. Denn ja, für diese Arbeit, die ich hier reingesteckt habe, ungefähr 2 Wochen und darum war ich auch lange inaktiv. Aber ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Hunter x Hunter Video zu bringen, in alter Frische, hier auf diesem Kanal. Ciao. Kyori itai yubi de hajiku koi